Ein herzliches Hallo an euch da draußen. Wenn ihr euch für Literatur interessiert, seid ihr hier genau richtig. Ja, ich möchte mit euch die Spiegelgeschichte von Ilse Eichinger besprechen. Und zwar kann ich die euch nicht einlesen und vorstellen, weil die Ilse Eichinger noch nicht 70 Jahre tot ist und weil da noch Rechte drauf liegen. Und ich bitte euch einfach den Link zu folgen und wirklich diese Geschichte euch mal durchlesen und am besten, wenn ihr diese Videos hört, sie vor euch zu haben. Denn ich darf wirklich nur kleinste Schnipselchen zitieren. Das ist dann sozusagen das Zitatrecht in Deutschland. Und da bin ich auch genau und halte mich an die Gesetze ganz brav. Und ja, also bei der Spiegelgeschichte geht es sozusagen um eine junge Frau. Und die Geschichte ist ganz interessant erzählt. Schaut da wirklich mal rein. Und zwar ist sie sozusagen rückwärts erzählt. Die Frau ist eigentlich schon tot und er steht aber auf. Und sie ist auch in der Du-Perspektive sozusagen rückwärts erzählt, komplett durch, außer bei ganz wenigen Sätzen, die dann nochmal eine andere Perspektive aufmachen und dann sozusagen vorwärts erzählt sind. Und das ist unglaublich spannend, dieses kleine Stück Text das genau anzuschauen, und das werde ich jetzt in den nächsten Folgen für euch mal so richtig schön analysieren und auswerten und die ganzen Werkzeuge, wie das die Ilse Eichinger diese vortrefflich genutzt hat, das sozusagen herausarbeiten für euch. Und vielleicht gibt das ja dem einen oder anderen eine ganz neue Perspektive oder ganz viel Inspiration für die eigenen Texte. Und ja, da lade ich euch ein. Bitte, bitte lest erst die Geschichte, sucht die euch raus und dann kommt ihr wieder zurück und schaut euch die Videos von mir an und dann könnt ihr darunter kommentieren, wie es euch ergangen ist. Genau. Ja, so viel zum ersten kleinen Video und jetzt folgt sozusagen die Besprechung in den nächsten Teilen. Bis dann. Viel Spaß.